Ja, und dann arbeiten wir das Stück für Stück ab. Ah. Was ist das denn? Hab ich ja gerade schon. Göttin, bitte. Wir sind deine treuen Kinder. Erbarme dich um. Das hält sich. Ganyayan? Was ist denn Ganyayan? Ganja, ja! Irgendwo ist hier eine Maschine. Clever. Die Metallscherben gibt es halt überall zum Mitnehmen, ne? Ja, kann man so sagen. Ist so. Oh, ich dachte schon, dieser Abhang. Die Scherben sind so das Grundding. Oha! Das ist aber ganz schön viele bisher. Kümmert euch einfach um ein Kriegerblatt. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Ah, cool. Jetzt die Frage, wie ich auch komme. Über das Seil, da auf der anderen Seite wahrscheinlich. Marihuana. Nee, Morphium. Morphium? Mhm. Da ist noch ein Lagerfeuer. Ein Safe Point. Ein Händler. The Flying Dutchman. Jede Menge Kram, den ich mir eben holen kann, oder? Bitte? Ich dachte, jede Menge Kram, den ich mir holen kann, aber war doch nicht so viel. Ich brauche halt immer noch Blumen. So, jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme, wa? Kannst du dich da irgendwo festhalten? Nee, glaube ich nicht. Weißt du, ist das denn ein Punkt, wo so ein Kletterstein ist oder so? Ah, da rechts, genau. Hoch jetzt? Ja, genau. Das ist schon gedacht gerade, ne? Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. Gut, das war ein Song. Ja, auch die Box will keiner haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich spare mal ihre Punkte für was Teures. Und haben wir noch Lager, ne? Ja, das kannst du aber gerne dann nächste Woche mitnehmen. Auch mitten dadurch. Wir haben hier aber ein T-Shirt, aber ich glaube, für 2000 Punkte wird es schwierig, ne? Ich glaube, das hat, glaube ich, noch, also wirklich noch keiner. Das brauche ich vielleicht noch. Ich fand das T-Shirt sehr schön, was du im Unboxing anhattest. Mit dem Wooly Yoshi und Winter is Coming. Ja, das ist ein geiles T-Shirt, ne? Ja. Die schlafen alle nachts. Die sind sehr, ja. Die halten ihren Rhythmus ein. Zack, 10 Uhr Schlafenszeit. Das geht bei mir auch so. Bei Zelda ist es ja genau Zelda. Bei Zelda, ne? Fabian, hast du gehört? Zelda, das ist ja andersrum. Da sind mehr Monster in der Nacht. Und hier ist es halt keine Monster in der Nacht. Boah, Waschbär! Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad.
Was echt jetzt? Und es heißt, sie ist auch mit Ezio verwandt, oder? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Er scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Rede mit vier. Super. Jemand hat das Ganja geklaut. Genau. Müsste ich wissen, wo ich Fia finde. Fia ist. Ja? Das haben die doch erklärt in dem Spiel. Was haben wir geklärt? Dass die Maschinen schlafen gehen. 10 Uhr nachts. Jetzt musst du ganz wieder zurücklaufen. Mhm. Versuch mal dein Pferdchen herbeizurufen. Wie denn? Ich weiß es nicht. Bei Zelda ist es. Bei Zelda ist es mit dem Kreuz runter. Nein, nein, nicht, 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 nicht. Da hast du nämlich einen Trank drauf. Mhm. Keine Ahnung, wie das ging. Was ist das? Schockfalle. Ein Stein, ne? Und hat ein ganzes Schwein als Rohstoffe? Hä? Und hat ein ganzes Schwein als Rohstoffe? Das ist Schweine, Lederhaut ist das. Also Lederhaut. Lederhaut? Das ist Schweinehäutchen. Ich hab noch ein paar Schatzkisten, ne? Oh! Wollen wir dann ein Unboxing draus machen? Keine Ahnung, wie du das, wie man das Pferd ruft. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Du, du, du. Ging das dann noch? Weißt du, musstest war das, irgendwas war das nicht? War das nicht? Rechts oben, nein, links oben rechts, A, B. A, B, genau. Ne, das war doch Epona's Lied, oder nicht? Kann sein, weiß ich nicht. Hat doch niemand gesagt, dass ich schleichen gehe hier. Stellt sich aber auch an. Einfach her. Bam! Ah, das war kein guter Treffer. Das war gar kein Treffer. Oh, im Wasser ist auch unfair, ja? Das Ding. Okay, doch dann. Maschinenkerne in klein. Das war ein blaues Item. Mal wieder Schockspulen. Okay, man hat keinen Bullet Drop. Kannst du mit Rechtsklick auch noch rechts reindrücken, ne? Genau, jetzt bist du. Jawohl! 20 Pfeile später. Du solltest auch, glaube ich. Ne, 11 hast du noch, genau. Ah, ich habe ja genug Holz und genug Metall. Genau. Kann ja prassen! Meine Güte. Und diese Schockmodifikation bleibt jetzt drauf. Hm? Das ist sehr nice, weil die machen gut Schaden. Schockmodifikation. Ja, wir haben auch diese Schockspule auf den Bogen gemacht. Ja, genau. Nee, auf die Falle. Ach, auf die Falle? Hm. Ein Wächterherz. Hm? Ein blaues Item, denke ich mal später zum Craften irgendwas. Genau wurde es leider noch nicht erklärt. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Das mich verarschen stirbt. Ah, oh, jetzt können wir denn so einen Seitenangriff machen. Der Seitenangriff ist böse.
Oink, oink, oink. Ah, irgendwo ist hier ein Schweinchen. Schweinchen, ja. Etwas Vorrat. Ich weiß, wo das Schweinchen ist. Wie kann ich eigentlich jetzt da drinnen scrollen? Wo drinnen scrollen? In diesem Menü, was ich rechts habe. Gar nicht. Schwäche, was hat er gezeigt? Ein Schwachpunkt. Feuer und kaum die Verteidigung, was soll das heißen? Hallo! Erwischt! Da fehlt dir nur noch irgendwie so ein Unterton, naja, ne? Hallo! Oder so ein Blink! Ja. Wie beim Metal Gear Solid. Mm. Bing! Der hat sich aber auch angeboten, ne? Ja, auf jeden Fall. Der hat ja praktisch gesagt, bitte töte mich. So, jetzt bin ich nochmal rüber, um die zu killen, obwohl ich eigentlich da hinten hin wollte. Open World Spiele. Ja, Open-World-Spiele sind wirklich undankbar zum Stream, finde ich auch vor allen Dingen auch, ne? Weil das, man merkt wenig, also sehr wenig einen Fortschritt. Und das ist eigentlich für Zuschauer eher ermüdend oder gar nicht. Ja, Eigentlich wäre so ein Arcade-Game, entweder was man mit mehreren spielen kann oder sowas Binding of Isaac oder FIFA soll halt. Soll ich Family Share aktivieren? Nein. Dann kannst du Binding of Isaac spielen. Habe ich auch für PlayStation. Hm? Auch mit Afterbirth Plus? Alles. Keine Ahnung. Für unterwegs mit. Also ich hab Rebirth, Afterbirth und Afterbirth Plus. Okay. Dann sag ich, weiß nicht, ich war bei PS Plus mal dabei. Vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Also ich hab. Schon recht lange her. Ich hab den kompletten Scheiß von Isaac. Okay. Ja, ist auch ziemlich spannend eigentlich, ne? Das Spiel. Aber was heißt spannend? Ich bin halt ein Kacknoob. Das Spiel ist halt sau schwer. Sag, was du willst. Vor allen Dingen, also Rebirth normal. Ich weiß nicht, hast du Rebirth oder Wrath of the Lamb? Keine Ahnung. Also das normale The Binding of Isaac oder The Binding of Isaac, das Rebirth ist praktisch der zweite Teil. Willkommen zurück, Sean. Komm zurück, Sean. Rebirth sieht halt besser aus, spielt sich etwas flüssiger und es gibt... Wo läufst du denn eigentlich jetzt die ganze Zeit hin? Gib mal auf die Karte, bitte. Ich will da hinlaufen, aber ich wollte da nicht runterspringen. Ich laufe gerade hier hin, um diese komische Schmerzländern-Quest abzugeben. Okay, okay. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt die Klippe da runterspringen. Warum hast du nicht einen Läufer oder so überbrückt? Dann hättest du reiten können. Wie mache ich das denn? Anschleichen von hinten und dann Viereck drücken. So was hast du... Guck mal, das ist jetzt eine Information, die ich euch jetzt zum ersten Mal... Ich habe auch vorhin schon gesagt, dass du einen überbrücken musst dann. Ja, aber wie man das macht, hast du mir nicht gesagt. Irgendwie überbrücken. Dann hole ich mir da Übrigens habe ich mir T-Shirts bestellt bei QWERTY, ne? Falls jemand QWERTY nicht kennt. Ich kenne QWERTY nicht. Du bist zurück. Ich werde es demnächst mal vorstellen, vielleicht. In einem Video oder so. Ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Drogenabhängige. Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Also Sägezähne sind die, die ich am besten mit dem Schwert im Nahkampf mache, ne? Ich werde gehen. Leb wohl. War das nicht so? Finde Jun. Den Juni finden. Wo ist denn Jun? Ah, der ist westlich. Von Mutterkrone. Dorn ist noch was. Ja, das ist ja die komische Jagdquest. Da, dann machen wir erstmal das.
wo diese Zona ist, das ist das Banditenlager. Und da oben sind zwei. Und da oben ist ganz die Rache der Tochter. Zwei Stück sind der Hauptquest und die Dings. Ja, aber wo ist denn die andere? Wo ist denn Yun? Yun müsste ja... Bei Mutterkrone war doch... Bei Mutterkrone, das verteufelt sonst. Jetzt gehen wir die Karte weiter hoch, vielleicht... Es muss dann hier irgendwo, glaube ich, sein, weil hier so ein Sägezahn abgebildet ist, oder? Geh mal weiter hoch. Jetzt kommen wir weiter raus, das hier, Dings. Das ist ja weiter oben. Weiter oben, weiter oben. Auch nicht, ne? Nee. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Geh mal auf Quests, also nach rechts, genau. Jetzt nehmen. Schmach und Schmerzen. Genau. Finde ich ihn. Auf der Karte anzeigen. Viereck. Ah, okay. Siehst du, das hat man eben gerade gar nicht gesehen. Nee. Dafür solltest du dir vielleicht so einen Läufer gleich zählen. Ja, das hatte ich vor. Oh, was haben die denn geantwortet von Otto? Kann ich mir die Dinger auch zählen? Hm? Ob mir das Ding da auch zählen kann. Ja klar. Warum denn nicht? Das sind die ganz normalen Läufer. Ist das nicht so ein Plünderer, das auch schießen kann? Und das ein Läufer? Das sind Läufer. Da müssen Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Ist das meine Maschine? Oh, die kann ich nicht reiten. Ja, guck mal an, was macht der? Ja, der kämpft jetzt gegen die anderen. Geil! Julius Bett. Julia! Geil, oder? Das ist doch fett gemacht. Ja. Das haben die echt cool gemacht. Oh, was ist denn da hinten los? Da hat er irgendwas K.O. gemacht. Greifen. Also jetzt nicht, welcher meiner hier ist. Okay, das ist meiner. Warum hat er dieses Zeichen? Rastet der irgendwann wieder aus, oder? Nee, der hat was verloren. Der hat das Platin verloren oder sowas. Oh. Was Blaues, sehr schön. Wow! Was war das denn? Hier, Mr. Motherfuck war das. Von der Marsch der Welt, ey? Ja. Aber er sieht mich nicht mehr, weil er dumm ist. Hat Julia eigentlich ein Auto oder wie will sie das denn da wegbringen? Was wegbringen? Julias Bett. Wir können keine Modifikation mehr tragen. Vielleicht sollten wir mal. Vielleicht sollten wir mal beim nächsten Händler ein bisschen was verticken. Das könnten wir theoretisch auch machen, genau. Weil wir haben unsere Waffen ja alles aufgelevelt und aufgebessert. Was wir mal machen könnten ist... Das sind die Modifikationen, die wir haben. Genau, da kannst du eine grüne vielleicht wegschmeißen oder so. Ja. Das sind die hier, ne? Die sind gut, die sind viel wert. Genau, machen wir Abriss oder so. Machen wir Abriss, ja. Zack, ein Slot. Ja, Gewebetarnung finde ich schon recht nice. Gewebetarnung? Ja, ist mit Sicherheit was für Russie, damit man besser tarnen kann, würde ich sagen. Und Tarnung in so einem Jagdspiel hier. Ja, Süßigkeiten-Tüte. Das passiert mir bei Chips. Gabst du rein, und jemand denkt so, oh fuck. Irgendwie ist sie schon leer. Was habe ich bei Schokolade? Nee, Schokolade esse ich nicht so oft. Gott sei Dank.
Für später. Ich schon, das ist aber nicht meine Schuld. Du jetzt? Mhm. Ich habe praktisch jeden zweiten Tag 1 bis 2 Tafeln Schokolade in der Küche für mich liegen. Was ist das da? Ich bin immer noch so blöd, den... Was ist das? Hinrennen. Renn doch hin. Ja, ich will gerade eigentlich mich an dieses Mistding einschleichen. Ich glaube, ich bin sicher. Kann ich nicht überprüfen. Nee, den hatte ich auch schon. Du hast ihn ja genommen. Mit flohendem Transporter, okay? Was ist das? Geblendet. Ist ein Jäger. Ich kann das auch nicht aufheben hier. Ah ja. Nougat-Eier sind auch geil. Ne? Und wieder eine grüne Modifikation. Krieg's einfach nicht geschissen. Genau. War da eigentlich irgendwas mit da jetzt? Okay. Datenpunkt. Okay. Schön. Freut uns. Weiter. Wollte mir immer noch so einen Läufer holen, ne? So ein. Ich glaube, die kannst du nicht, oder? Es gibt diese pferdeartigen Dinger, die kannst du als Reittier zähmen oder bändigen. Oder kann ich die noch nicht, weil ich praktisch die noch nicht ganz verstehe? Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss finden, siehst du? Das ist ein Upgrade wahrscheinlich, ne? Irgendwie kannst du skillen oder sowas. Oder du musst so eine Quest machen halt. Du musst jetzt wieder diese Ruine oder nicht, wo die auch ihren Fokus her hat. Ich finde das sehr schön, dass die Wüstengläser hier spawnen. Weil diese Leichen habe ich schon mal gelootet. Ja, stimmt, ja. Maschine Läufer entdeckt. Wo? Oh. Rechts siehst du dich, ja genau, da jetzt geradeaus. Da vorne sind welche. Und die kann ich vor der Wand rudern. Jenny, du warst schon immer ein Monster. Ein Werkzeug lädt auf. Ein Krümelmonster. Vom Pferd aus looten kann ich aber nicht, ne? Nee. Ja, schon, da hast du wahrscheinlich recht. Cedric spielt extra langsam und extra vorsichtig. Ich spiele nicht extra langsam und extra vorsichtig, ich erkunde. Und ich weiß nicht, wie ich mit dem Scheißding renne. X einmal drücken, glaube ich, oder sowas. Muss schon versuchen, ein paar Knöpfe zu drücken. Ah. Ich habe eben gerade einmal X gedrückt, da ist nichts passiert, da stand nur Werkzeug lädt auf. Er hat was totgetrampelt. Ja. Und du hast 25 EXP dafür bekommen. Ja. Sehr nice. Nice in Stahl. Genau. Morgen wird gespielt Zelda. Zelda mit Fabian, Eden. Was? Ich hab. Nein, ich bin an dem Karnickel vorbeigelaufen. Ich wollte es auch töten. Oh. Der Herr Fabiano Etimio.
Ah, sieht nicht so gut designt aus. Sieht nicht so gut designt aus. Ja, dieses eine Loch im Boden gerade. So. Muss die Seilbahn nehmen? Da vorne? Muss wohl runter vom Pferd. Der Fabiano Edinho! Ich stimme über nicht mal was vom Pferd. Einmal ja. Dann wird Herr Eden sehen, dass Zelda gar nicht mal so einfach ist. Wie, das ist gar nicht mal so einfach. Du musst nur darauf achten, dass du nicht deine Waffen zerbrichst. Und natürlich, dass du nicht in zum hohen Gebiet bist, was dir nichts in dem Spiel anzeigt. Ich bin ein recht risikoreicher Spieler. Das sieht man an Nioh, das sieht man an Zelda. Und auch an dem Spiel. Hilfe! Ich bin eingesperrt! Nein. Warum das denn? Was? Das muss eine Scheißsituation sein. Bitte! Ist da jemand? Das hat er alleine nicht hingekriegt, oder was? Sei Dank. Nee. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Und was? Ausgestoßene Traumweide. Warum eine gewisse Zeit? Welcher Zeitrahmen? Das ich sammle natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Ich bin super sauer. Sieht man das nicht? Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Alter, die Augen von dem waren gerade echt gruselig. Ich muss erst mal durchatmen. Mein Fokus müsste sie finden. Seine Traumweide macht die schöne Träume, ja, wahrscheinlich. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. 18 bis 23 Uhr, was willst du da? Was war das jetzt für eine Beschreibung für? Spuren. Wer ist lang gelaufen? Okay. Also hast du rechts rein, also reingedrückt, ne? Und ja. Dann. Ja, eins. Okay. Oh Gott. Super Party. Ja, da gewähre ich dir gerne Asyl. Ich will da nicht durch. Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Oh, ich habe von GMX einen Gewinncode bekommen. Toll, oder? Wie mache ich eigentlich diese Kabel? Und das hier die Kabel? Ja, ne? Bitte. Welche Kabel meinst du? Ja, genau, die Fällen. Da kannst du einmal durchschießen. Vorne, Mitte. Und dann. Vorsicht da unten! Oh, ich kann also, ich kann hier an den Baum schießen. Oder auch nicht. Und du bist ja ein Fan davon, immer mehrere davon zu legen, ne? Weil was ist das Große da hinten eigentlich gerade? Das ist einer dieser Siegezähne, okay. Ja. Das ist ein Läufer, den hatten wir im Tutorial quasi. Die sind ziemlich stark. Ja. Vielleicht komme ich jetzt ja mal zum Spielen. Wie ich gerade gelesen habe, wurden wir für das Amazon-Partnerprogramm angenommen. Ich werde nach diesem Stream dementsprechend die Links mal mich da ein bisschen durchwühlen. Und vielleicht haben wir dann morgen auch schon die passenden Links unter dem Stream. Das wäre ganz cool. Urmutter sei Dank! Wir haben mich ignoriert. Fabian, genau, warum willst du die?
Warum willst du die verpassen, Fabian? Also haben wir für Samstag schon mal einen Neo-Stream. Affiliate, ja genau, diese Rafflings. Da haben wir jetzt, das wurden wir angenommen zum Partnerprogramm. Wenn sich jetzt jemand fragt, worauf ich warte, ich möchte, dass die kleinen Läufer nochmal hierher kommen. Unsinnig. Genau, Fabian, das hatte ich vorhin erzählt mit dem Programm, dass wir... Das werde ich vielleicht noch bereuen. Dass ich da uns angemeldet hatte vor dem Stream und ich hatte auch schon direkt Antwort jetzt bekommen. Das Schätz für alle. Ist das vom Spiel so gewollt? Was? Wahrscheinlich. Dass die Gegner, die ich platt machen soll, immer weiter weglaufen? Ja, das kann sein. It's a trap! Ja, macht Uli jetzt! Das ist tatsächlich eine Trap. Ah, ich bin gleich tot, Ruben. Das ist tatsächlich eine Trap. Ja. Hier.